Nieder mit dem Eisentarn. Da der Golem... Ach nee, warte, Zwergenstimme. Da der Golem nun vollständig aufgeladen ist, kann er gegen den Anführer Don Argol eingesetzt werden. Als ich Eisentarn Zornhammer observiert habe, wurde er stets von einem persönlichen Golem beschützt, der ihn vor jeglicher Gefahr ferngehalten hat. Diese Konstruktion namens der Amboss kann sabotiert werden, sodass er sein Schild fallen lässt. Er benutzt die EMP-Fähigkeit, was? Eures Golems, um genau das zu tun. What the fuck? Was es alles gibt. Ihr solltet euren Golem innerhalb Drun Argols aktivieren und kontrollieren können. Der Tarn hält sich oben im Hauptgebäude auf und überwacht von dort aus die Produktion unten. Seid auf der Hut. Aus irgendeinem Grund kann ich den nicht hier aktivieren. Warum eigentlich nicht? Ist doch eigentlich total unlogisch. Aber gut. Das macht ja nichts. Wir wollen zu Eisentarn Zornhammer gehen und ihn töten. Dieser elende, dreckige Zwerg. Ich glaube, es ist ein... Nochmal. Ich glaube, es ist ein Zwerg. Sicher bin ich mir aber nicht. Naja, wir werden es sehen. Hoffentlich, weil wenn er ein Zwerg ist, ist er so klein, dass ich ihn vielleicht übersehe. Wer weiß das schon? Na, ich meine, diese Zwerge sind so winzig. Ja, und so beleidigend wie der andere Zwerg hier. So, was sagen die hier? Hier, die wollen Bran Bronzebart gefangen nehmen. Das ist ja auch sehr interessant. Hier will ich rein. Hinein in die gute Stube. Mehr oder weniger gut. Eher schlecht. Aber egal, ich möchte hinunter. Du folgst mir nicht. Oh, warte, der Fahrstuhl fällt sonst hoch. Das ist doof. Ach, jetzt bin ich in dem Golem drin. Faszinierend. Na, dann wollen wir mal. Ich bin außer Reichweite. So, dann machen wir mal den Amp. Und dann machen wir mal ein geladenes Schmettern. Schnarch. Na, komm schon. La 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 la. Wow, das ist einfach der spannendste Kampf, der Wuki. Muss ich wirklich den Amboss töten? Ich kann ja auch einfach den hier töten. Nein, der ist immun. Ich muss jetzt den Amboss töten. Es ist ja einfach ein Traum. Oder ist der immun, weil... Ah, der ist immun, weil natürlich das M... Okay. Ja, ja, verstehe. Gut. Ich glaube, ich kann den... Kann ich den Amboss überhaupt töten? Ich weiß gar nicht. So, jetzt aber hier. Huch. War das gerade? Hat sich gerade die Kameraposition... Ach, wegen dem Fahrstuhl hat sich bestimmt die Kameraposition geändert. Es ist trotzdem nicht gerade toll, der Kampf. Also ganz ehrlich, das Kampfsystem ist eigentlich verbesserungswürdig. Also für so Questen ist das sehr, 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 sehr... Ja, sehr langweilig. Ich gehe mal hier... Wow, jetzt ruckel doch nicht. Okay, du Amboss, du möchtest auch sterben. Gut, dann machen wir dich auch nochmal platt. Ich weiß gar nicht, ist das meine Gesundheit oder die... Nee, das ist die vom... Kriegsgolem. Ja, der darf ruhig sterben. Na komm schon, den kriegen wir. Komm, den kriegen wir auch noch tot. Ich will den da plündern, den anderen. Ich weiß nicht, was er dabei hat. Bestimmt was sehr Sinnvolles. Wenn nicht, dann ist auch wurscht. Na komm schon, der muss da. Jetzt stirb doch mal. Stirb. Ach, der hat gar nichts dabei. Toll. Ich dachte gerade, hat gerade geleuchtet, aber der. Doch. Der leuchtet doch. Den kann man plündern. Ja, definitiv. Also der hat Beute. Aber erst muss dieser Amboss hier sterben. Alter, ich gehe gleich aus der Form raus und töte den so. Weil ich so mehr Schaden mache. Das ist doch lächerlich. Also wirklich. Hier, da. Der macht ja nicht mal... Ist ja lächerlich, wie wenig Schaden der macht. Siehst du, schon tot. Wow. Wow. Es hat sich richtig gelohnt. Immerhin habe ich... Ja... Etwa 80, 90, ne, 80 Silber bekommen insgesamt. Durch die Steinsplitter und das Gold, was ich da bekommen habe. Also nicht Gold, sondern Silber. Ja, ich möchte gerne gehen. Lasset mich passieren, bitte. Ich will doch nur weg. Mann, was wollt ihr denn? Ja, siehste. Siehste, der haut einfach ab. Das ist ja auch nicht schlecht.
dann kämen wir mal zurück zu Tormak, dem Vernarbten, im Camp Onekvar, in den Christihügeln. Aber vorher fliegen wir nicht gegen diesen Baum. Das tut nämlich weh, habe ich gehört. Also, liebe Kinder, wenn ihr später auf einem Drachen reitet, passt auf, dass ihr nicht gegen irgendwelche Bäume fliegt. Das kann sehr schmerzhaft sein. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, ich reite im echten Leben sehr gerne Drachen. Also sehr viele Drachen. Also Schwiegermütter. Moment, nein, das tue ich nicht. Also wenn, dann wirklich echte Drachen, aber keine Schwiegermütter. Die sind immer so... Wobei... Ich wollte gerade sagen, die sind immer so alt, aber unter Umständen, wer weiß das schon, ob die wirklich alt sind. Ich meine, eine Schwiegermutter kann es auch schon sein mit... Warte. Mit... lass mich lügen, mit 16 kannst du heiraten, mit 14 Kind... mit 12 ein Kind bekommen. Theoretisch könnte denn also die Mutter mit 12 ein Kind bekommen haben, das dann 16 ist und dann heiratet. Dann ist sie schon Schwiegermutter. Heißt, die ist ja mit 28 schon Schwiegermutter. Dann ist sie gar nicht so alt. Also die würde ich auch, also... Ne, ich meine, die... Also wenn sie mit 12 schon ein Kind bekommen hat, dann lässt sie wahrscheinlich jeden ran. Was? Ach, naja. Oder nicht mehr, je nachdem. Ich habe euch erwartet. So, das jugendfreie Let's Play hier. Also ab 18. Deswegen jugendfrei, weil ohne Jugend. Versteht ihr? Nein, das macht keinen Sinn. Egal. Nieder mit dem Eisentarn. Also hat der Ausgrabungsleiter sein Versprechen wahrgemacht? Gut, ich habe mich schon gefragt, ob all die Schnorren von Metallstücken und Klauen von Baumaterial zu irgendetwas führen würde. Es ist eine Schande, dass er uns nicht mehr nützlich sein wird. Habt ihr ihn getötet oder freigelassen? Er lebt noch. Gut. Na dann nicht. Dann ist er nicht tot. Das geht natürlich auch. Ich will diese Beine nicht haben, oder? Will ich die haben? Kritischer Trefferwert. Ist eigentlich besser. Mögen die Vorfahren euch schützen. Minimal besser, aber besser. Wo ist denn jetzt hin? Warte. Jetzt passiert hier was. Ich gebe zu. Zwerg, ich war positiv überrascht zu sehen, dass euer Plan funktioniert hat. Wir können euch nicht einfach so zu euren Gefährten zurückkehren lassen und wir können euch nicht mitnehmen. Moment mal, ihr habt versprochen, mich zu verschonen, wenn ich euch helfe. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt. Senkt eure Klinge, Häuptling. Er könnte noch von Wert für uns sein. Erinnert ihr euch an das zwergische Tagebuch, welches, gefunden wurde? Nun, dieser Zwerg könnte genau der sein, den wir brauchen, um Brand Bronzebart zu finden und gefangen zu nehmen. Beim Licht, Brand lebt? Ich werde euch niemals helfen, ihn gefangen zu nehmen. Ihr werdet, wenn euch etwas daran liegt, euren Kopf auf euren Schultern zu behalten. Befriedigt euch das, Tormak? Er wird so lange leben, wie er von Nutzen ist. Ich an eurer Stelle wäre vorsichtig, Zwerg. Ja. Toll. Da sagt irgendwie die Eiern Kaltwind. Willkommen in Camp Onekvar. Ruht euch eine Weile aus, während wir uns um euren Kodo kümmern. Das ist natürlich total passend zu dem anderen Gespräch, vor allem, weil die jetzt gerade weitergezogen sind. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, das ist die Stunde des Worgen. Die kann ich noch nicht machen, weil ich alleine bin und das ist zu schwer für mich alleine. Da ist noch ein Grizzly-Eichhörnchen. Ich will kein Grizzly-Eichhörnchen. So. Ich will einen Schluck Wasser trinken. Es ist so warm hier drin. Und vor allem, das wird immer wärmer. Das gibt's gar nicht. Das wird immer wärmer. Ich hasse das. Also, zocken im Sommer ist eine Katastrophe. Es wird einfach immer wärmer. Im Zimmer. Wenn du spielst und der PC irgendwie 500 Watt verbraucht oder so, also insgesamt mit Monitor und bla, dann ist das doch schon einiges an Wärme. Da wollte ich gerade trinken und dann kam dieses Koboldvorkommen. Ein Koboldvorkommen, sie zu knechten. Warte, falscher Film, falsches Spiel und... Ach, naja. Egal. So.
Ich glaube, ich sollte mal aufhören mit diesem, immer diese Zitate aus irgendwelchen anderen Filmen, die überhaupt nicht passen. Das ist auf Dauer, glaube ich, auch nicht mehr lustig. So, aber gut. Egal. Mein Ziel ist dieses zerfledderte Tagebuch. Nanu, dieses abgenutzte, mit Matsch beschmutzte Tagebuch hat auch schon bessere Tage gesehen. Echt? Wirklich? Woher weiß ich das? Naja, wahrscheinlich. Ist irgendwie logisch, oder? Ich weiß ja nicht. Vielleicht war es auch von Anfang an abgenutzt und mit Matsch beschmutzt. Kann ja sein. Es soll ja Leute geben, die sowas mögen. Ich weiß es nicht. Es gibt Leute, die mögen jeden Scheiß. Also, ja, es gibt sogar Leute, die mögen Justin Bieber. Also, von daher, warum nicht auch mit Matsch beschmutzte Tagebücher? Hallo, liebes Tagebuch. Du bist total schmutzig. Wasch dich mal. Grüße, dein Dennis. Oder so. Was wollte ich jetzt vorlesen? Beim Durchblättern fallen euch Dutzende von Notizen, Diagrammen und Abbildungen ins Auge. Das einzige Stück Text, das ihr lesen könnt, ist ein Eintrag, der mit dem Namen Bran Bronzebart unterschrieben ist. Die hintere Hälfte des Buches, die die jüngsten Ereignisse enthalten hätte, ist abgerissen worden. Jemand hielt die Notizen für wichtig genug, um sie zu zerstören zu wollen. Wenn ihr die fehlenden Seiten auf dem Schlachtfeld finden könntet, würden sie vielleicht brauchbare Hinweise liefern. Ja, da ist schon die erste Seite. Wow. Also, ich sag dazu nichts. Das Tagebuch ist sehr gut auseinandergenommen worden. Ja, das ist einfach ein Traum. Das haben sie so gut gemacht, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Kurun ist hier oben. Ein Riese. Weißt du was? Riesen sind nur halb so groß, sind ja lange Zwerge bloß. Riesen haben Riesenangst, wenn man ihnen auf der Nase tanzt. Das stört ihn gar nicht, wenn ich das singe. Naja, ihr stellt euch Kurun vor. So sind die Söhne des Eisens, also auch eure Feinde. Meine Streitkräfte haben die Eisenzwerge in ihrer Stadt eingeschlossen. Aber wir könnten Hilfe bei der Erstürmung gebrauchen. Werdet ihr uns unterstützen? Natürlich. Es regnet Zerstörung. Unter uns liegt die uralte Dunkeleisenbastion Tor Modan. Vor tausenden von Jahren brachen die Steinriesen das Land entzwei, wobei Teile der Stadt zum Einsturz gebracht. Zum Einsturz gebracht und ein großer Anteil des Rests freigelegt wurde. Selbst jetzt versuchen die Eisenzwerge, ihre alte Hauptstadt zurückzugewinnen. Aber das werden wir nicht erlauben. Meine Riesen füllen den Graben mit Felsbrocken und Geröll in der Hoffnung, ihn damit zu verschließen und die Eisendiener bei der Arbeit zu töten. Nehmt die Felsbrocken, die ihr nordöstlich des Grabens findet, und helft uns, ihren Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Bitte was? Ich soll Felsbrocken nehmen und ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dass ich jetzt Felsbrocken werfen soll. Ich bin doch kein Riese, ich bin doch nur ein Ork. Wie soll ich denn diese Felsbrocken? Alter, also ganz ehrlich, liebe Entwickler, wie kann der diesen Felsbrocken tragen? Ich kann übrigens nur einen davon tragen und ich laufe dann langsamer. Aber wie ist das möglich? Achso, durch die Gabe der Riesen. Ich laufe gar nicht langsamer. Das kommt mir nur so vor, oder? Ah, ich bin größer. Bin größer? Bin ich größer? Bin ich größer? Ja, ich bin definitiv gewachsen. Okay, so kann ich das also tragen. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, dann wollen wir mal Felsblocken werfen. Sieht irgendwie... Also hier sieht es irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie so... Weiß ich nicht. Ich glaube, es soll aber ein Felsbrocken sein, der irgendwie fällt. Ich weiß es nicht genau. Oh, da hätte ich vielleicht... Ja... Hat sich, ich glaube, das hat nicht getroffen. Ich bin mir unsicher. Nee, hat's nicht. Gut. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran.
Ja, dann geh doch näher ran. Ich wäre gerade dabei. Meine Fresse, ey, dass er sich immer beschweren muss. Ich muss näher ran. Wer sagt denn sowas? Da geht man einfach näher ran und beschwert sich nicht. Stell dir vor, ich bin jetzt zu weit weg von der Fernbedienung und sage die ganze Zeit, ich muss näher ran, statt einfach hinzugehen. Ja, das wäre doch total dämlich. Aber gut, ist halt WoW, da... Ja. In Herr der Ringe Online, muss ich sagen, ist es eigentlich besser gelöst. Ich meine, er geht automatisch hin, wenn man ihm sagt, okay... Also in dem Sinne ist es eigentlich besser gelöst. Gameplay-technisch weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Eigentlich ist es weder gut noch schlecht, würde ich sagen. Da geht er halt automatisch hin, wenn du irgendwas anklickst. Auch ein NPC, wenn er zu weit weg ist, geht er einfach hin. Statt sich zu beschweren, ich bin zu weit weg. Ja. So, ich brauche noch mehr Felsblocken. Wo sind Felsblocken? Felsbrocken. So. Heute ist Tag der Dialekte und Akzente. Jetzt spreche ich sogar Chinesisch. So ähnlich. Keine Ahnung. Erst Berlinerisch, jetzt Chinesisch. Was kommt als nächstes? Nächstes kommt Lispeln. Lisa lispelt nicht. Seht ihr? Lisa, sag mal Baum. Baum! Seht ihr? Lisa lispelt nicht. So. Ja. Nein! Nicht runterfallen! Alter! Erschreck mich doch nicht so! Boah! Ey, ganz ehrlich, guck dir mal an, die ist doch... Wieso... Also... Warum fällt er? Ich verstehe das nicht. Ja, ich sag dazu nichts. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Der benimmt sich komisch. Dieser Charakter. Der fällt einfach und dann doch nicht mehr. Der will mich veräppeln. So. Jetzt bin ich schon wieder müde. Oder liegt das daran, dass ich... Also tut auch weh, wenn man die ganze Zeit so diese Riesenstimme macht. Diese Riesenstimme macht. Dann tut das weh im Hals, würde ich sagen. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich wie ein Riese klingt. Es klingt zumindest anders als sonst. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin der Tod. Was? Ich bin Feuer. Ich bin... Smaug. Warte, das ist der falsche Film. Und außerdem ist das nicht die Stimme von Smaug, die im Deutschen übrigens total doof klingt irgendwie. Egal. So. Die hätten mal hier, ne, für WoW hätten sie mal wer spricht das auf Englisch? Ich glaube, den Drachen Smaug spricht tatsächlich dieser, wie heißt der Typ? Benedict Cumberbatch. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Ich spreche das richtig aus. So. Wir haben die bei der Arbeit gestört, das ist sehr schön. Da beschwert sich wieder die Gewerkschaft wahrscheinlich, aber gut. Ja, da, na. Ich finde es auch blöd, wie die von oben herab einfach wie Dreck behandeln, ja. Aber gut, sie sind ja auch Dreck. Es sind Eisenzwerge. Na, ich sehe da durchaus Parallelen zum echten Leben, muss ich zugeben. Ja, also, ich kann da jetzt, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Die hätten auch, das wäre auch episch gewesen, wenn die für die Drachen hier, für Onyxia, nee, Onyxia passt ja nicht, ist ja eine Frau. Also weiblich, der Drache. Wenn die für Todesschwinge zum Beispiel im Intro einfach Benedict Cumberbatch genommen hätten. Wobei eigentlich auch so die Stimme schon episch klingt, die sie da gemacht haben. Ich hab den noch unterbrochen? Warum hat das nicht gezählt? Das war... Ach. Okay, noch ein Felsen. Felsen? Felsen, wo bist du? Ach, wie kann ich diesen Felsen nur übersehen? Verdammt, wo ist der nur? Tja, also ich sehe den Wald vor lauter Felsen nicht mehr. Nee, andersrum, ich sehe den Felsen vor lauter Wald nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die respawnen aber schon, die Felsen, ne? Ich sehe keine Felsen mehr. Aber ich hab doch... Ach, ich hab doch schon... Hä? Hab ich gar nicht gesehen, dass ich damit schon fertig bin. Was denn los heute? Bei der Quest peile ich nicht, dass ich noch nicht fertig bin. Hier peile ich nicht, dass ich schon fertig bin. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. So schnell wie auch den Graben füllen, so schnell machen die Eisenzwerge ihn doch wieder frei.
Wir werden die Stadt nicht allein durch den Angriff... Alter, es tut mir leid. Also wenn ich diese Stimme mache, werde ich immer müde. Ich weiß nicht warum. Wir werden diese Stadt nicht allein durch den Angriff von oben einnehmen können. Ihr müsst den Irdenen helfen, die auf dem Platz unter uns kämpfen. Auf dem Platz unten kämpfen.